bei BavarianGamers.de. Heute mal ein ganzer neuer Stream. Wir sind live auf dem Testserver vom PUBG Player Unknowns Battlegrounds. Wir testen, oder besser gesagt, ich teste heute mal die neue Desert Map, die Wüstenmap. Genau. Da gehen wir auf Understand, weil das ist noch nicht das finale Game. Wie gesagt, auf dem Testserver. Wir probieren es heute mal. Schauen wir mal, was so geht. Ich war auch noch nie auf dem Testserver, muss ich ganz ehrlich sagen. Also habt Nachsicht mit mir, wenn es nicht so hier hat, aber das kriegen wir jetzt nicht alles. Ja, leider haben wir alle anderen halt im Stich gelassen. Was soll's. So, Charakter bauen. Ja, das machen wir jetzt aber ganz schnell mal. Der schaut cool aus. Nehmen wir den. Der, glaube ich, der. Ja. Passt. So, haben wir ein Solo. Der hat ja nicht so der Kerl. Alles klar. Anscheinend kann man nichts gut sehen bei dem. Warum auch nicht? Gut. Gut, wir machen jetzt ein Solo Third Person, der dem Messung, weil First Person kann ich nicht. Und dann schauen wir mal, was so geht. Ach, die Musik ist schon episch irgendwie. So viel Sand und keine Förmchen. Das ist das ne. Hallöchen, Popüchen. Ja, das ist ein guter Start. Ist gut. Hallo. Okay, wo. Ah, das kann das Gefängnis sein. Ich meine, ich bin schon ein bisschen gespoilert worden. Ich habe schon ein paar Sachen gesehen von der Map. Es ist jetzt The Prison, also das Gefängnis. Das ist. Boah. Komplett anders wie auf der ersten Map. Das ist einmal ein Gefängnis. Genau. Flieger gehen wir schon. Und da ist sie. Die Wüstenmap. Joi. Ja, viel Sand. Und schauen wir uns das mal um. Wir kommen von oben links. Und ich habe keine Ahnung, wo wir überhaupt runtergehen sollen. Das macht aber gar nichts, weil die anderen haben wahrscheinlich genauso wenig Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal dies da. Das schaut gut aus, das nehmen wir, da warten wir jetzt mal kurz und dann springen wir raus. 3, 2, 1, raus. Sind wir richtig? Ja, passt. Da fliegt auch noch einer. Okay. Der glaube ich möchte auch da hin. Also was auf den ersten Blick schon mal auffällt, es ist sehr, sehr weitläufig und ja, du hast nicht viel Deckung anscheinend. Aber gut, das ist mal was ganz anderes. Da kommt noch einer aber. Das wird gleich richtig lustig. Ich glaube, ich werde gleich überhaupt so dermaßen drauf gehen. Oh, bis ich unten bin, hat der schon 13 Waffen. Das ist ja schon wieder geil. Gut, dann schauen wir mal.
Das war Vaulting, okay. Funktioniert. Das ist auch sehr nice gemacht. Und gleich mal einen Charlie gefunden, gell? Das möchte ich nicht glauben. wo sie auf der anderen Map wahrscheinlich in 13 Runden nicht schaffe. Schaffe ich da aufs erste Mal. Das ist doch wirklich schon wieder unglaublich. Rucksack nehmen wir. Läuft. Gut, da geht's raus. Aufs Dach. So, und der andere Üpfchen war da unten irgendwo, glaube ich. Yes, Baby, und ich habe meinen ersten Kill in der neuen Map. Halleluja! Nicer Scheiß. Okay, der war zwar jetzt nicht so. Okay, das hat irgendwie jetzt nicht so ganz mit der Maus, aber. What the fuck? Machen wir es wieder so. Machen wir es mit Rechtsklick. Puh, ich war jetzt gerade ein bisschen. Ja. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Das ist ja einmal geil. Gut, ja, kriegen wir schon wieder. Passt schon. Der hat echt nichts gehabt, gell. Aber es hat schon was Western-Style. Finde ich geil. So, hey, yo, Amiga. Passt du nicht auf? Hey, gib ich dir eine vor die Latz. Gut, die Schrotti ist auch wieder dabei. So, da war ich herin, gell? Ui, das ist ja nett. Ein Boostradl. Ja, voll cool. Ja, also Liebe zum Detail, definitiv. Schaut aus wie so eine Western-Kantina. Wo es gleich eine Schießerei oder Prügelei gibt. Aber hey, Jungs, gibt es euch das einmal. Das ist schon echt Sach. Du hast halt gar nichts, gell? Nirgends. Schauen wir mal auf die Map, wie spät das ist. Okay, wir sind voll drin. Passt eh. Gut, ja, wo sind wir zügig, gell? Mei. Gehen wir einfach mal in die Prärie. Ha! Verstehst? Prärie. Aber die Sounds sind auch cool. So voll im Sand und so. Ja, gut. Also mit Verstecken ist da nicht viel. Aber es ist auf alle Fälle geil gemacht. Geil gemacht. Genau, für alle, die es nicht wissen, am 20.12. kommt der Patch 1.0 für den PC. Da wird die Desert Map auch dann ins normale Player Unknowns mit integriert. Nice. Aha, okay. Ist schon geil gemacht. Hat schon was von John Wayne. Muss man echt sagen. So, nehmen wir mal ein Ei.
Schleifstor. Hallo Schleifstor. Heißt schon, es ist echt nett gemacht, muss ich echt sagen. So, ich glaube, ein bisschen Leck gehabt, aber gut. Mit der wird es echt nichts sagen, weil wir sind auf dem Testserver. Nicht umsonst ist der Testserver. Ne? Schauen wir das Vaulting an. Ja, da funktioniert es jetzt nicht, aber. Oh, schaut euch das so geiler Scheiß. Funktioniert echt gut. Nice, nice, nice. Es gefällt mir schon wieder. Was ist das auch? Das ist geil. Es ist geil. So, jetzt gut. Na ja, gut. Wieder Busradl. Nur 5/6 Fuß, finde ich nicht so gut. So, wo müssen wir denn hin? Na gut, das ist jetzt eigentlich völlig banal. Ich glaube, ich schaue jetzt mal zu Hacienda del Patron, die Herzigallo. Die ist doch. Ich werde gleich so dermaßen drauf gehen. Haben wir uns vorher noch einen Koffer rein. Und auf geht's zur Hacienda del Patron. Finde ich jetzt schon super. Oh, bisschen umschauen, nicht dass da vor mir einer umeinander flockt. Mich da meuchelt, gell? Der Meuchelmörder und so. Da unten ist was Größeres. Da weggeschossen. Warte mal, ich komme doch da normalerweise. Ah, jetzt warte mal. Kann ich den. Oh ja, nice. Nee. Es geht der Maus mit meiner Maus in mit, das ist doch. Trotzdem schon wieder. Naja, gut, wurscht. Dracke ist ja auch wieder da. Was steht da? El Polo es mio. Das Huhn gehört mir. Ich weiß es nicht, aber ich glaube. Ach ja, das Chicken gehört mir. Das Huhn, Chicken. Ja, klar, logisch. Chicken Dinner und so. Oh. Denn das so? Sind das Holzkäfer oder was? Jetzt ekelhaft, du. Mag ich nicht. Ah, geiler Scheiß, da ist die neue. Abgesägte Schrotflinte. Schauen wir uns die mal an, was die so kommt. Betz, Betz, Betz. Was? Ja, klar. Na, fix. Jetzt. Ach, Dofarik, die besitzt einen Pistolen-Slot.
Jetzt habe ich die, jetzt habe ich die, weißt du? Gut, die fixte. Ja, gut, mein Gott. Kommt's näher, ich bauen. Kommt's näher, weißt du? Bin ich schon. Oh, schon hier wieder umgekraxelt, ja, Wahnsinn. Der Kerl ist der Wahnsinn. Ich finde es halt echt brutal schwer, dass du dann irgendwann spotten kannst oder sonst irgendwas. Dass einfach alles so hell ist, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber das Vaulting gefällt mir, das gefällt mir jetzt schon. Moment mal. Warum? Ach, Junge, nein, scheiße, da gibt's auch. Gut. Ja, wo sind's denn die Grippeln, hä? Das ist echt fies, weil ich keine 5,56er Mund hab. Für die M16. Bin jetzt nur auf Nahdistanz aus. Meh. Naja. Habt ihr Ding gesehen? Baby, der war nice. Der war richtig, richtig nice. Und da unten wird es Ding, wo sind das für Depp? Und endlich Moon. Nimmer. Alles nimmer. Alles nimmer. Der nimmer aus den Gratler. Nimmer aus, weißt. Möchte ich sagen, aber ich hab 2 Kills. Da liegt er. Der Ipfi. Wo muss ich hin? Ah, ich bin noch. Bin sogar noch drin. Ja, läuft. gut, aber wieder Song, damit wir die Map ein bisschen sehen. Gehen wir weiter. Gehen wir uns gleich hart nach St. Martin. Oder Saint-Martin oder whatever. So. Genau. Durchlaufen. Zack, da hier geht's. Hüpf. Seid schon echt, hey. Ich habe jetzt 2 Kills und das auch nur im Haus. Eieieiei. Ich glaube, auf freier Fläche, da bin ich sowas von dermaßen im Arsch. Na, geht Job. Schon geil gemacht, also ich glaube, macht dann richtig Spaß.
Also ihr glaubt es jetzt vielleicht nicht, aber es ist irgendwie schon ein geiles Gefühl. Da fängt jetzt voll ab. Hey, Polo, Polo, grande Polo, hier wo ich steht sie. Geil, so wrestelt das. Also ein bisschen größeres Anwesen. So, wo muss ich überhaupt hin? Okidoki. Jetzt machen wir das. Gehen wir am besten gleich. Zwar noch irgendein Gefährt oder so war noch geil, weil dann kannte das auch noch schnell. Zwang. Aber ich glaube, dass da mitten in der Prärie. Ha, da war er wieder. Prärie. Verstehst. Dass da jetzt gerade jetzt nichts daherkommt. So, was haben wir? Da sind's. Ein Umspannwerk. Hüpf! Bis der da drum ist. Dauert ewig. Gut. Ist natürlich auch geil, weil da kannst du voll um rausstreifen da drin. Es ist echt, echt geil gemacht, muss ich echt sagen. Da unten war auf alle Fälle ein Bulli. Den holen wir uns jetzt, oder? Vielleicht gehen wir da hin. Schau mal. Probieren wir es einfach.
Es gibt ja drei neue Gefährte auch. Das ist einmal ein Bulli, ein VW Bulli, so ein Van. Dann einmal ein Ford Bronco, also so ein richtiger geiler Truck. Und ein Jetski. Der dann auch auf der anderen Map auch vorhanden sein wird. Die sind aber, glaube ich, hier. Na, nicht einmal. Was? Ja, kommt mal nicht davon. Okay. Stellen wir wieder aus. Ist gescheiter. Fettes Lagerhällchen. Läuft, oder? Die Sau ist getürmt. Die hat Angst. Das weiß ich. Ja, ich muss auch. Ha! Ich tue mir jetzt auch. Möchte ich sagen, also unter Top 15 ist schon mal gar nicht so schlecht. Fürs erste Mal. Boah, jetzt frisst mir gleich die Zone. Nee. Aber gut, das schaffen wir schon noch. Da schmeißen wir uns gleich da in die Kaktusse rein. Weiter geht's. Hab ich doch gesagt 15, korrigiere 7. Heiliger Bimba. Den hol ich mir jetzt. Bitch. Wow, wow, wow. Ja, wo denn? Hinter mir, oder? Drecksau. Keine Ahnung wo. Den habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Aber hey. Platz 5 mit 3 Kills. Ich bin stolz auf mich. Prost, meine Jungs. So, ich mache jetzt einen kurzen Stop. Wer einen neuen Stream starten? Dass der Franz nicht so viel zum Schneiden hat. Okay, war geile Runden für die erste. Muss ich echt sagen. Das ist ein geiler Soundtrack. Alles dann, bis gleich, gell?
Success.